Wir feiern heute das Hochfest von Petrus und Paulus. Bei der Vorbereitung für diesen Impuls bin ich gleich einmal beim Tagesgebet hängen geblieben. In diesem Tagesgebet heißt es unter anderem: Hilf deiner Kirche, in allem der Weisung deiner Boten zu folgen. Dieses in allem, das ist etwas, was mir manchmal oder vielleicht auch immer öfter Probleme bereitet. Kann bzw. will ich mich durch die Weisung der Boten immer wieder als Frau zurückgesetzt fühlen? Will Gott das? Wollte er das von Anbeginn an? Oder wollte er das von dem Zeitpunkt an, an dem uns im heutigen Evangelium nach Matthäus erzählt wird? Da sagte Petrus zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da sprach Jesus zu ihm: Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Es gibt Forschungserkenntnisse, die davon ausgehen, dass in der Frühzeit des Christentums Männer und Frauen gleichberechtigt Dienste in der Gemeinde ausgeübt haben, dass Frauen auch Leitungsfunktionen innehatten. Anscheinend hat die dann zunehmende Institutionalisierung der christlichen Gemeinden zu einer Angleichung der kirchlichen an gesellschaftliche Strukturen geführt. Damit ist wohl etwas vom revolutionär-charismatischen Element zurückgedrängt worden. Im Galaterbrief schreibt Paulus: Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid eins in Jesus Christus. Wenn wir eins sind in Jesus Christus, wenn es nicht um Mann versus Frau geht, dann sollte doch nur ausschlaggebend sein, welche Fähigkeiten Gott jeder und jedem Einzelnen geschenkt hat und mit denen er oder sie sich in die Gemeinschaft einbringen und für Gottes Reich arbeiten kann. Es gibt viele Männer und aber auch viele Frauen, die gerne nachdenken, forschen, philosophieren, Menschen begleiten und führen. Ja, sicher, wir Frauen dürfen das ohnehin schon, Theologie studieren und lehren, Exerzitien geben und begleiten, Wort und andere Gottesdienste gestalten und leiten, aber alles, was mit einer Weihe verbunden ist, ob Diakon oder Priester, das geht gar nicht. Es haben zwar Frauen und Männer angeblich dieselbe Würde, aber Weihe, nein. Als Physikerin und Mathematikerin bin ich nicht gewohnt, von etwas ausgeschlossen zu sein, nur aufgrund meines Geschlechts. Sogar die Wiener Philharmoniker haben inzwischen viele Frauen in ihren Reihen. Es gibt viele Frauen in Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft, in der Politik, auch in höchsten Ämtern. Ich kann mir mit meinem menschlichen Verstand nicht vorstellen, dass es von Gott gewollt ist, dass die Hälfte der lebenden Menschen ausgeschlossen bleibt von so wunderbaren Diensten wie dem der Diakonin und der Priesterin. Es ist mir schon bewusst, dass unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche Berufungen haben, aber ist es dann richtig, a priori festzustellen, dass Frauen nie die Berufung zu einem Weiheamt haben können? Wo bleibt da die Aussage von Paulus? Es gibt nicht mehr Mann und Frau, denn ihr alle seid eins in Christus. Wenn wir heute das Hochfest von Petrus und Paulus feiern, dann sollten wir auch nicht vergessen, dass diese zwei ganz unterschiedliche Männer waren. Zwei sehr starke, zum Teil gegensätzliche Führungspersönlichkeiten. Beide sind Juden. Doch während Petrus als einfacher Fischer im Kernland Israels lebt, stammt Paulus aus gebildeter Schicht in der jüdischen Diaspora, ist römischer Bürger und mit der griechischen Kultur vertraut. Im Unterschied zu Petrus bleibt er unverheiratet. Petrus gilt als der erste der Apostel, Paulus ist gewissermaßen der letzte, der Fremde, da er erst in der nachösterlichen Zeit zum Kreis der Zwölf stößt. In der Präfation des heutigen Festtages hören wir auch,
Petrus hat als erster den Glauben an Christus bekannt und aus Israels heiligem Rest die erste Kirche gesammelt. Paulus empfing die Gnade tiefer Einsicht und die Berufung zum Lehrer der Heiden. Die beiden Apostel zeigen, dass die Kirche Unterschiede, ja Gegensätze aushält, zumindest damals in den Anfängen, als die Erinnerung an Jesus, seinen Umgang mit Frauen und Männern, an sein Wirken ganz frisch ist. Kirche, auch als Senfkorn, sollte doch dazu beitragen, dass es um die Menschen geht, gleich welchen Geschlechts. Wieso hilft eine starre Haltung der Männer in der Kirche mit, Frauen nicht als gleichwertig im Sinn von gleichberechtigt anzuerkennen? Im Evangelium hören wir heute, was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Worte von Jesus an einen Mann. Es wäre so toll, wenn ich als Frau diese Worte heute hören könnte, in dem Bewusstsein, dadurch befreit zu sein, nicht beschnitten und eingeschränkt. Es wäre so toll, wenn in unserer Kirche auch ganz diametrale Ansichten und Einstellungen Platz hätten und so dadurch die umfassende Liebe Christi zu jedem Menschen sichtbar würde. Es wäre so toll, wenn die katholische Kirche ein Vorbild sein könnte für alle Gesellschaften und Staaten auf der Erde, was die Wertschätzung jedes Menschen angeht, gleich welcher Hautfarbe, welcher Lebensform, welchen Geschlechts oder was auch immer. Es wäre so toll, wenn kein Christ Angst vor Neuem hätte, kein kirchlicher Entscheidungsträger um seinen Einfluss und seine Stellung fürchten würde. Es wäre so toll, könnten wir alle Berufungen, die Gott uns schenkt, erkennen, akzeptieren und ihnen zum gemeinsamen Wohl und zur größeren Ehre Gottes Raum geben. Abschließend möchte ich noch einige Verse aus dem für heute vorgeschlagenen Antwortpsalm 34 zitieren. All meinen Ängsten hat mich der Herr entrissen. Ich will den Herrn allezeit preisen, immer sei sein Lob in meinem Mund. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Armen sollen es hören und sich freuen. Preist mit mir die Größe des Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben. Ich suchte den Herrn und er gab mir Antwort. Er hat mich allen meinen Ängsten entrissen. Da rief ein Armer und der Herr erhörte ihn und half ihm aus all seinen Nöten. Der Engel des Herrn umschirmt die ihn fürchten und er befreit sie. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet.